mich perfekt. Finger? Was für ein Finger? Welcher Finger hat sich bewegt, Schwester Anne? Der kleine, glaube ich. Sehen Sie doch da. Schon wieder. An welcher Hand? Langsam, Schwester Brenda. Lassen Sie Schwester Anne. Sie erlebt das zum ersten Mal. Da ist man immer ein wenig nervös. Ja, Doktor. Da. Schon wieder. Der kleine Finger an der linken Hand. Ah, ja. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Die andere Hand bewegt sich auch. Unglaublich. Schwester Anne, was wir mit unseren eigenen Augen sehen können, kann überhaupt nicht unglaublich sein. Wenn wir es sehen, dann müssen wir es glauben. Aber er war doch noch vor ein paar Minuten. Still jetzt. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, er kommt zu sich. Wird auch Zeit. Bitte. Lassen Sie es ihn selbst machen. Oh. Ah, Spracherwerb. So schnell. Ausgezeichnet. Wo? Sie befinden sich in einem Krankenhausbett, Sir. Bitte bleiben Sie einfach liegen und versuchen Sie, sich zu sammeln. Was? Ich? Krankenhaus? Ich bin Dr. Dell. Wie fühlen Sie sich? Ich... Haben Sie Schmerzen? Schmerzen? Ja, Kopfschmerzen vielleicht? Kopf? Nein. Übelkeit? Übel? Nein. Ihnen fehlt also nichts? Nein. Nein. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ich erinnere mich nicht. Was ist passiert? Sie waren von uns gegangen. Sie hatten uns verlassen. Leider. Für eine gewisse Zeit. Verlassen. Ja, verlassen. Ich verstehe nicht. Nun, Sir, allem Anschein nach waren Sie tot. Kommen Sie rein. Ich sehe, sind Sie schon wieder auf den Beinen? Ja, ich bin zwar noch ein bisschen steif, aber ich war es leid, hier im Bett rumzugammeln. Ausgezeichnet. Sehr gutes Zeichen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie ich mich fühle? Kaputt. Zerschlagen, irgendwie im Arsch. Außerdem habe ich hier so ein paar komische Verbrennungen und Quetschungen, weiß der Teufel. Ach, die sind völlig ohne Bedeutung, kein Grund zur Sorge. Vergessen Sie es einfach. Und mein Kopf? Was ist mit Ihrem Kopf? Sie haben ihn rasiert. Ja, das gehört zur Methode, Sir. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Ich kapiere immer noch nicht. Also, Sie werden hier eine Zeit lang in diesem Zimmer wohnen. Es ist leider nicht sehr gemütlich, aber dafür gibt es gute Gründe. Doktor, was ist passiert? Was ist hier eigentlich los? Nun, wir nennen diesen Prozess Revival. Als man die Methode entwickelt hatte, bestanden die Medien darauf, von Auferstehung zu sprechen. Aber das schien uns zu melodramatisch. Moment mal, was reden Sie denn da? Methode, Prozess. Ich habe noch nie von dieser Methode gehört. Ja, das ist nicht weiter verwunderlich. Wieso? Seit wann gibt's denn diese verdammte Methode? Wann hat man sie erfunden? Im Herbst 96. 96? 96 was? 1996 natürlich. Was, Doktorchen? Sie sind ein Scherzkeks. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ach, tatsächlich, das wissen Sie. Na, dann passen Sie mal auf, ich sag's Ihnen trotzdem. Ich denke nämlich, dass Sie mich verarschen wollen. Ich bin doch nicht verrückt. Wir haben 1990. Nein, Sir, bedauere. Wir schreiben das Jahr 2000. 2000, was?
dass ich nicht lache. Ach du heilige Scheiße, Halleluja. Nun beruhigen Sie sich doch. Ich soll mich beruhigen? Ja. Das sagen Sie mir, Sie. Sie brauchen doch selber einen Arzt. Oder schicken Sie mir einen anderen. Schicken Sie mir mal Ihren Chef. Das muss man mir zweimal sagen, das mit dem Jahr 2000, bevor Sie weiter an mir rumdoktern. Oder sind wir ja alle in der Irrenanstalt? Sagen Sie mir Ihren Namen, Sir. Mein Name? Was hat mein Name mit dem verdammten Jahr zu tun? Sagen Sie mir, wie Sie heißen. Und nennen Sie mir Ihr Geburtsdatum. Okay, okay, mein Name. Mein Name. Ganz wie Sie wollen. Moment mal. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich heiße... Na, sehen Sie? Während des Revival-Prozesses wird das Gedächtnis gelöscht. Nur phasenweise. Versteht sich. Pana. Nee, das ist nicht. Das Gedächtnis oder große Teile davon strömt dann wieder, ja, man könnte sagen, es flutet wieder zurück. Potter. Doch in den meisten Fällen dauert es eine Zeit, bis die letzten 5 oder 10 Jahre ins Gedächtnis zurückkehren. Und die jüngsten Ereignisse sind die letzten, ja, die Sie... Potter! Ich heiße Potter. Richtig, Mr. Potter. Ausgezeichnet. Wie ich schon sagte, der Gedächtnisverlust ist zeitlich begrenzt. Bob Potter. Robert S. Potter. Mit der richtigen Behandlung fällt Ihnen bald wieder alles ein. Dafür werde ich mit den Schwestern schon sorgen. Ich bin im Mittelwesten aufgewachsen. In Kalifornien zur Schule gegangen. Mit 23 habe ich geheiratet. Ja, plagen Sie sich doch nicht ab. Es fällt Ihnen bald wieder ein. Ganz von allein. Aber Sie wissen es doch. Verzeihung? Na, wie meine Frau heißt. Ja, Mr. Potter, ich weiß es. Aber... Na, dann sagen Sie es doch, verdammt nochmal. Bedauere, das kann ich nicht, Mr. Potter. Was soll das heißen? Sie können es nicht. Bitte vertrauen Sie mir. Ihnen vertrauen? Ein Arzt vertrauen, der mir vom Jahr 2000 erzählt. Mr. Potter... Schluss jetzt! Quälen Sie mich nicht länger, Sie verdammter Quacksalber. Nun sagen Sie mir endlich, wie meine Frau heißt. Na, jetzt bald. Ich will es wissen. Ich kann nicht, Mr. Potter. Unsere Forschungen haben ergeben, dass das Gedächtnis nur dann zurückkehrt, wenn der Patient selbst es allmählich entwickelt. Glauben Sie mir, es ist der einzige Weg. Allmählich entwickelt? Genau. Wir müssen abwarten, dass Ihre Erinnerungen zurückkehren. Und Schwester Anne oder Schwester Brenda werden bei Ihnen sein und Ihnen bestätigen, dass Sie sich richtig erinnern. Soll das heißen, ich muss mich erinnern und Sie und die Schwestern, Sie wissen schon alles und sagen es mir nicht? Das ist richtig. Ich muss raten und Sie sagen bloß, ob es richtig oder falsch ist? Das ist ja wie ein Quiz. Ein gottverdammtes Quiz. Wenn Sie es so nennen wollen. Aber glauben Sie mir, es ist das Beste für Sie. Ja, das Beste für mich. Da muss ich aber lachen. Und dann können Sie mir also auch nicht sagen, wie... Wie was? Mr. Potter. Wie ich gestorben bin? Leider nein, Sir. Nicht, bis Sie sich selbst daran erinnern. Das ist barbarisch. Unmenschlich ist das. Herein. Ah, Schwester Anne. Wieso ist denn eigentlich die Tür von außen abgeschlossen? Ach, eine reine Vorsichtsmaßnahme, Mr. Potter. Wir haben unsere Erfahrungen. Patienten in ihrem Zustand sind häufig sehr erregt, wenn die Erinnerungen über sie hereinbrechen. Aber das muss bei Ihnen ja nicht der Fall sein. Was meinen Sie, Schwester Anne? Ich bin ganz Ihrer Ansicht, Herr Doktor. Mr. Potter macht wirklich erstaunliche Fortschritte. Mr. Potter, Schwester Anne und Schwester Brenda waren dabei, als Sie zurückgekommen sind. Ich erinnere mich, Schwester Anne. Hübscher Name für ein hübsches Kind. Ja, also wir drei sind eine Art Team. Wir werden Ihnen helfen über die nächsten Tage. Schwester Anne kann mir immer helfen. Dankeschön, Mr. Potter. Bitteschön, Schwesterchen, gern geschehen. Und Sie können auch gleich was für mich tun. Anne, sagen Sie mir einfach, ohne dass der gute Doktor hier Ihnen was flüstert, welches Jahr wir haben, hier und jetzt. Hier und jetzt? Wie meinen Sie das? Na, wie ich es gesagt habe, hier und jetzt. Na los, spucken Sie es aus. Sagen Sie mir das verdammte Datum von heute. Nun, heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2000, Mr. Potter. Na, was hätte ich mir denken können. Der Doktor hat seinem Team ein paar hübsche kleine Tricks beigebracht. Mr. Potter, ich weiß, Sie haben eine sehr verstörende Erfahrung gemacht, aber wir sagen Ihnen wirklich die Wahrheit. Dann beweisen Sie es. Beweisen?
Ja, beweisen. Zeigen Sie mir eine Zeitung, lassen Sie mich Fernsehen oder jemand anrufen. Ja, das können wir leider nicht, Mr. Potter. Es würde den Prozess unterbrechen. Ach so, den Prozess. Na klar. Verdammte Scheiße. Ich will endlich wissen, was mit mir los ist, und zwar plötzlich. Na gut. Ich denke, ich kann Ihnen in diesem Punkt helfen. Bestimmt trauen Sie Ihren eigenen Augen. Schwester Anne, den Spiegel bitte. Hier ist er, Doktor. Danke. Nun, Mr. Potter, haben Sie sich inzwischen an Ihren Geburtstag erinnert? Nee, habe ich nicht. Moment, warten Sie. Ich hab's. Mein Geburtstag ist der 2.10.1965. Das ist korrekt. Ja, prima. Nun, wie alt sind Sie also? Sehr witzig, Doc. 25. Bedauere es, Sir. Sie waren 1990 25. Sie sind in diesem Jahr 35 geworden. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Hier ist der Spiegel, Mr. Potter. Wenn Sie es nicht glauben wollen... Gib schon her! Oh, verdammt, verdammt. Wer ist denn das, heilige Scheiße? Das gibt's doch gar nicht. Tut mir leid, Sir. Aber Sie hätten uns glauben sollen. Das Ganze ist eine Lüge. Eine verdammte Scheißlüge. Das ist Make-up, irgendein Spezialeffekt. Reiben Sie sich durchs Gesicht, Mr. Potter. Kneifen Sie sich in die Wange, kratzen Sie sich am Kinn. Sie sind es, Sie selbst. Ein bisschen älter geworden im Jahr 2000. Aber nehmen Sie es nicht so tragisch. Man wird halt nicht jünger. Ja, das ist richtig, Mr. Potter. Und 1987 habe ich dann Christine Malloy geheiratet. Auch das ist richtig. Und unser erstes Kind war ein Junge. Das ist... Paul. Richtig. Ein Jahr später kam das zweite Kind zur Welt. Diesmal ein Mädchen, Pamela. Ja, genau. Juhu! Mit Ihnen schaffe ich's, Anne. Schwesterchen, lass dich umarmen. Aber nicht doch, Mr. Potter. Warum denn nicht? Wir haben doch schließlich was zu feiern. Ich kann mich wieder erinnern und du hilfst mir dabei. Sie bringen mich aber in Verlegenheit. Ach was? Tatsächlich. Keine Absicht, tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Gehen Sie nur wieder in Ihr Bett zurück, ja? Okay, okay. Ich kann nichts dafür. Es sprudelt förmlich aus mir heraus. Ich hätte ihn nicht um den Hals fallen dürfen. Kommt nicht wieder vor, okay? Es sei denn, Sie bitten mich drum. Bitte, lassen Sie uns fortfahren, Mr. Potter. Es klappt doch, Sie machen Ihre Sache gut, besonders nachdem... Nach dem was? Nach allem, was Sie durchgemacht haben. Anne? Was ist denn, Mr. Potter? Anne, bitte weichen Sie mir nicht aus. Bitte kommen Sie doch mal zu mir. Nein, ich sitze hier sehr gut, danke. Aber auf dem Bett ist es viel gemütlicher. Kommen Sie schon. Sagen Sie mir, was wird hier gespielt? Sie mögen mich doch, oder etwa nicht? Ich kann nicht, Mr. Potter. Aber Sie wollen doch, oder? Ja, schon. Ach, das heißt, nein. Nein, ich will nicht. Sind Sie schon lange hier? Hier? Fast 3 Jahre. Die ganze Zeit bei dieser Therapie, diesem Revival-Dings? Nein, nein. Nein, das mache ich erst seit kurzem. Vorher war ich in der Waschküche. In der Waschküche? Das heißt, während ich auf der Schule war, in der Schwesternschule, Teilzeitarbeit, verstehen Sie? Nein. Sehen Sie, wir dürfen hier nicht über uns selbst sprechen. Wir kriegen sonst Ärger. Wir sollen Ihnen nur zuhören. Ja, schon gut. Ich wollte Ihnen keinen Ärger machen. Es ist nur so viel einfacher, mit Ihnen zu reden, als mit der anderen. Schwester Brenda. Ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, sie interessiert sich nicht besonders für mich. Nicht so wie Sie. Schwester Brenda hat mehr Erfahrung. Sie macht die Revival-Therapie schon viel länger als ich. Sie sind aber viel hübscher als Sie. Sie sollten sowas nicht sagen, Mr. Potter. Warum nicht? Ist die Wahrheit, Anne. Haben Sie einen Freund? Ein Freund? Wie sollte ich... Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, wir dürfen nicht. Alles in Ordnung bei Ihnen? Sicher, alles in Ordnung. Na, wie geht's denn unserem Gedächtnis, Mr. Potter? Kommt's? Es
kommt. Na, es wird auch langsam Zeit. Schwester Anne, ich übernehme jetzt. Lösen Sie mich in 2 Stunden wieder ab. Ja, Schwester Brenda. Bis später, Schwesterchen. Und vergiss deinen guten alten Potter nicht. Bestimmt nicht, Mr. Potter. An Ihrer Stelle würde ich mir die Idee, die Sie da haben, aus dem Kopf schlagen, Bürschchen. Finger weg von Schwester Anne. Warum sollte ich? Wollen Sie mir etwa was verbieten, Sie Schreckschraube? Oh, lassen Sie es, Potter. Es führt zu nichts. Und Anne ist nicht so lammfromm, wie sie aussieht. Ja, das hoffe ich doch. Ach, halten Sie den Mund. Sie haben noch keine Ahnung. Wie könnten Sie auch? Ja, wie könnte ich in dieser Klapsmühle hier? Aber Sie, wissen Sie, was Sie mich können? Halt's Maul, Potter. Und jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir sind hier, um zu arbeiten. Wir waren stehen geblieben bei Ihrer Frau und den Kindern. Wie ging's weiter? Wie ging's weiter? Scheiße ging's. Wir kauften ein Haus in der Elm Street, Nummer 12. Aber bald gab's Probleme, Eheprobleme. Der Patient hält sich fit. Ausgezeichnet. Irgendwas muss man hier ja tun in diesem Gefängnis. Na, Mr. Potter, wer wird denn gleich? Alles dient hier nur Ihrer Genesung. Und Ihr Verlangen nach körperlicher Ertüchtigung ist ein sehr gutes Zeichen. Nach der Scheidung, da bin ich immer ins Fitnesscenter gegangen. 3-mal die Woche, glaube ich. Tanzeltraining, Gewichtheben, Ertüchtigung. Sie sagen es. Bald bin ich wieder in Topform. Recht so. Wo wir gerade bei körperlicher Ertüchtigung sind, Doktor. Es wäre bestimmt die beste Therapie für mich, wenn ich mehr Zeit mit Schwester Anne verbringen könnte und weniger mit Schwester Schreckschraube. Was meinen Sie damit? Ich meine, ich würde viel bessere Fortschritte machen, wenn Schwester Anne und ich mehr zusammen wären. Hier in diesem intimen Raum, kapiert? Ja, verstehe. Ein weiteres gutes Zeichen, ja. Aber leider komplett unmöglich. Aber warum denn? Die Hausordnung unserer Einrichtung verbietet solche Dinge. Na, fabelhaft. Und? Schreibt die Hausordnung Ihrer verdammten Einrichtung etwa auch vor, dass ich mich nur in diesem verdammten Raum hier aufhalten darf? In der Tat, leider ja. Wir befinden uns in der Revival-Abteilung. Wir müssen die Patienten getrennt halten. Ich kann nicht mal irgendwelchen Besuch empfangen, nur Ihr lausiges Dreierteam. Ich habe Ihnen doch erklärt, Mr. Potter, der Revival-Prozess darf nicht durch äußere gedächtnisstimulierende Einwirkungen gestört werden. Ich rede nicht über Störung, Doc. Ich will, dass es verdammt nochmal schneller geht. Ich bin schon fast eine Woche hier und ich habe noch mit niemandem, den ich kenne, gesprochen. Keine Zeitung gelesen. Nicht mal die verfluchten Nachrichten oder sonst was gesehen. Puh. Es gibt doch noch Fernsehen in Ihrem Jahr 2000. Oder haben Sie das etwa auch abgeschafft? Also verständlich gibt es Fernsehen, aber bitte, Sie müssen mich verstehen. Das menschliche Gedächtnis, die ganze Psyche, ist eine höchst sensible Sache. Stellen Sie sich ein Kartenhaus vor. Wenn es einmal in sich zusammenfällt, muss es mit höchster Sorgfalt wieder aufgebaut werden. Eine Karte nach der anderen. Und bei mir ist das Häuschen eingekracht, ne? Wie ich schon sagte, Sie hatten uns verlassen. Und nun braucht es Zeit und Vorsicht und Geduld. Fabelhaft. Doc, wirklich fabelhaft. Ja, ich weiß, Ihre verdammte Sorge zu schätzen. Ihre Scheißsorge um meine Psyche. Aber im Moment sind meine Psyche und ich gelangweilt bis auf die Knochen. Wir brauchen Bewegung, ein bisschen Action. Am allerbesten mit Schwester Anne. Glauben Sie mir, Mr. Potter, Sie machen bessere Fortschritte als die meisten Leute, die das Revival durchmachen. Noch ein paar Tage. Und dann, da bin ich ganz sicher, wird Ihr Gedächtnis Sie wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich kann es kaum erwarten. Das ist doch einfach ungerecht. Es ist keine Frage von Gerechtigkeit. Und wenn doch, dann hättest du bestimmt kein einziges Wörtchen mitzureden. Aber er scheint doch so sympathisch und... Na klar ist er sympathisch. Ein netter Bursche. Der ideale Partner für den Abschlussball. Bis er sich erinnert. Ich weiß doch, ja, ich weiß. Aber es ist Brenda, nur so, dass... Sie sollen sich doch nicht laut unterhalten, wenn Sie über die Flure gehen.
Die Patienten könnten Sie hören. Entschuldigen Sie bitte, Herr Doktor. Was gibt es denn? Nichts, Herr Doktor. Es ist gar nichts wirklich. Sie ist verknallt in Potter. Das stimmt nicht. Sie wissen doch, dass... Na, Schwester. Die beiden haben geflirtet. Ich habe sie gehört. Brenda, Sie haben gelauscht. Das sollten Sie bleiben lassen. Ich bin sicher, dass Schwester N... Na und? Was wäre, wenn es wahr wäre? Was erwarten Sie denn von mir? Ich bin 22. Ich bin hier, seit ich 19 bin. Und er ist der erste attraktive Mann, der... Schwester N, Sie vergessen sich. Muss ich Sie erinnern, warum Sie hier sind? Nein, Sir. Entschuldigen Sie. Sie kennen doch die Bestimmungen. Ja, Sir. Und Sie kannten sie auch, als Sie unterschrieben haben, nicht? Natürlich, wenn du deinen alten Job zurück willst. Brenda, das reicht. Ich will nichts mehr hören. Jawohl, Sir. Jeder von uns hat seinen Job zu machen. Diesen Job hier und keinen anderen. Ich will, dass immer einer von euch beiden bei ihm ist, um die Sache ordnungsgemäß auszuführen. Habe ich mich jetzt klar genug ausgedrückt? Ja, ja, Sir. Also. Worauf warten Sie? Los an die Arbeit. In Ordnung, ich gehe schon. Nein, ich bin dran. Sie lösen mich in 2 Stunden ab. Ein gottverdammter Job. Sehen, was der Computer sagt. Vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Aha. Die Jungs von der Planung. Na, verdammt. Da werde ich wohl zurückrufen müssen. Was ist denn da schon wieder? Segnungen der Digitaltechnik. Das sind doch lausige Apparate. Die alten Dinger vor 20 Jahren, wo man noch richtig an der Scheibe drehen konnte, die funktionierten wenigstens. Ah, Planung. Na, endlich. Hier ist Dr. Dell. Ja, ich beantworte Ihren Ruf. Warum lassen Sie sich denn keinen Nebenanschluss legen? Ich habe x-mal versucht. Ja, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich habe auch sehr viel zu tun. Also, warum... Gut, ja. Sehen Sie, ich habe hier einen Potter. Potter. Ich buchstabiere es Ihnen. P-O-T-T-E-R. Richtig. Potter. Robert S. Ja, genau der. Er müsste morgen soweit sein. 7 Uhr früh? Nein. Ich denke, er wird nicht vor 11. Ja, 11 Uhr vormittags. Ja, das müsste hinhauen. Da hat er ja noch Zeit für ein kräftigendes Frühstück. Wie? Naja, er meint, er kann es kaum abwarten. Naja, wenn man nicht mal drüber lachen kann. Genau. Nein, 2 müssten reichen. 2 kräftige. In Ordnung. Also morgen. Alles klar. Und dafür hat man nun Medizin studiert. Und nachdem Sie Ihren Job verloren haben, was war dann? Müsste nicht Anne langsam wieder an der Reihe sein? Aber für Sie noch immer Schwester Anne. Sie wird mich ablösen, wenn es dafür Zeit ist. Also, Sie verloren Ihren Job. Was passierte dann? Als ich meinen Job verloren hatte, war ich pleite. Ich konnte keinen Unterhalt mehr zahlen für Christine und die Kinder. Ich war abgebrannt. Jeder Idiot hätte das eingesehen, aber der verdammte Richter meinte, ich sollte mir einen neuen Job suchen. Er sagte, ich sollte so lange an meine Ersparnisse ran, um den Unterhalt zu zahlen. Ja, ich hatte was auf die hohe Kante gelegt, aber das waren meine Ersparnisse. Wovon hätte ich denn bitte schön leben sollen? Alles richtig, Mr. Potter. Machen Sie weiter. Ja, wissen Sie, die Kinder, die waren nicht das Problem. Christine war das Problem. Gott, sie kriegte den Hals einfach nicht voll. Und sie hetzte dann auch noch ihren Anwalt auf mich. Sie waren hinter mir her, Christine und dieser verdammte Anwalt. Das ging so eine ganze Zeit, aber dann...
Weiter weiß ich nicht. Sie machen Ihre Sache gut, Mr. Potter. Das ist gut so. Warten Sie bitte einen Augenblick. Na, wie sieht's aus? Ich glaube, er ist gleich soweit. Wie spät ist es? Ach, schon kurz vor 11. Der alte Dell hat das wirklich im Urin. Das muss man ihm lassen. Übernimm du. Ich gehe und bringe den Bericht. Bleib hier und sieh zu, dass Potter keine Dummheiten macht. Nein, lass mich besser gehen. Ach, na komm schon. Du weißt doch, der Doktor will den Bericht von derjenigen, die bei ihm gesessen hat. Also los, rein mit dir. Mach schnell. Hallo, Anne. Na, wenn das keine Verbesserung ist. Warum bleiben Sie denn an der Tür stehen? Kommen Sie. Na, kommen Sie schon. Schwester Brenda hat mir gesagt, Sie wären nahe dran, sich an alles zu erinnern, an alles... Also schickt das Team seinen besten Spieler, um mir ganz auf die Sprünge zu helfen. Ich glaube nicht, dass Sie noch viel Hilfe benötigen, Mr. Potter. Aber vielleicht eine kleine Aufmunterung. Bitte, Mr. Potter, ich glaube nicht... Ich glaub doch, dass du mich Bob nennen solltest, hm? Wie gefällt dir das, hm? Bitte. Na komm. Mr. Potter. Na komm. Bitte. Na nun, Mr. Potter, auf den Beinen? Gehen Sie wieder zurück ins Bett, das wird Ihnen besser bekommen. Na, jetzt wohl nicht mehr. Schwester Brenda sagte mir, Sie hätten es fast geschafft. Ja, Ann und ich hätten es fast geschafft. Dann wollen wir uns mal das letzte Kapitel vornehmen. Sie nahmen es also Ihrer Frau übel, dass sie gerichtliche Schritte gegen Sie einleitete, nachdem Sie, Mr. Potter, Ihren Job verloren hatten. Ach, kommen Sie, hören Sie endlich auf mit der alten Geschichte. Ich fühle mich wohl, ich bin okay. Was denn? Doktor, kriegen Sie die Kleine etwa so locker hoch? Los, lass mich, ich will runter, Potter, ich will bitte runter. Lassen Sie das, ja? Bitte. Okay, okay. Schon gut. Wollte Ihnen nur zeigen, dass ich wieder ganz an Deck bin. Aber warum und wieso ich hier gelandet bin, sollten Sie mir schon noch erzählen, bevor ich hier den Abflug mache. Ich dampfe nämlich bald ab. Verstehen Sie? Nur zu gut. Aber weshalb Sie hier sind, daran müssen Sie sich schon selbst erinnern. Es geht nicht anders. Also, wir waren bei Ihrer Frau. Sie waren sauer auf Sie, weil sie Sie mit Ihrem Anwalt verfolgt hat. Ja, Himmelarsch. Ich war verdammt nochmal wütend. Ich hasste Sie beide. Aber es half nichts. Sie ließen nicht locker. Aber da fällt mir ein, eines Tages wurde mir klar, wie ich Sie loswerden könnte. Ganz einfach. Weiter, Mr. Potter. Machen Sie nur weiter. Nein, mir fällt nichts mehr ein. Und ob Ihnen noch was einfällt? Nein. Hauen Sie ab. Hauen Sie ab und lassen Sie mich endlich in Ruhe. Das werde ich nicht tun, Mr. Potter. Das kann ich nicht tun. Mein Job ist es, Ihnen beim Erinnern zu helfen, bis Sie sich wirklich an alles erinnern. An alles. Verstehen Sie? Ich will mich gar nicht an alles erinnern. Das müssen Sie aber, Mr. Potter, ob Sie wollen oder nicht. Denn nur wenn Sie Ihr volles Bewusstsein wiedererlangt haben, können wir Sie hier abdampfen lassen, wie Sie das nennen. Also, wie war das mit Ihrer Frau? Na? Fällt Ihnen ein? Da war doch noch was. Verdammt nochmal, nein! Oh doch, da war noch was. Sie erinnern sich doch. Ich sehe es Ihren Augen an. Sie erinnern sich, wie Ihnen plötzlich klar wurde, wie Sie sie endgültig abschütteln könnten. Ihre einzige Chance, sich nicht länger von ihr ausnehmen zu lassen, war, sie zu töten. Nein, das ist nicht wahr! Doch. Aber Sie haben sie nicht nur allein getötet, das wäre zu offensichtlich gewesen. Man hätte sie sofort drangekriegt. Also... Aufhören! Hören Sie auf! Ich will einen Anwalt! Ich will einen Anwalt! Sie hatten doch schon einen Anwalt, Mr. Potter. Erinnern Sie sich denn nicht? Ja, verdammt, ja. Ich hatte einen Anwalt.
Ich wurde angeklagt und dieser Anwalt hat mich miserabel vertreten. Nicht doch, Potter. Er hat sich für Sie eingesetzt. Er tat alles, was er konnte. Aber der Staatsanwalt hatte Beweise. Handfeste Beweise. Mordbeweise. Beweise? Ein Haufen Scheiße! Es war ein abgekartetes Spiel. Die Geschworenen wollten mich fertig machen. Richtig, die Geschworenen, Mr. Potter. Die erklärten Sie für schuldig. Schuldig, 9 wildfremde Frauen bestialisch ermordet zu haben. Genauso bestialisch wie danach Ihre Frau. Nein, ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Mit einem Hammer. Sie haben 10 Frauen den Kopf zerschmettert. Und ihnen den Hammer dann in die Faust gedrückt. So erweckten sie den Eindruck, ein perverser Serienkiller sei am Werk gewesen. So wollten sie den Verdacht von sich ablenken. Pfui, Potter. Die Geschworenen sprachen sie schuldig und verurteilten sie zum Tod. Auf den elektrischen Stuhl. Aber dann... Gentlemen, der Mann gehört Ihnen. Was wollen denn die? Die sollen mich nicht anfassen. Hey, beschützen Sie mich doch! Sie sind doch Arzt! Und ihr beiden seid Krankenschwestern! Verzeihung, Potter, aber da befinden Sie sich im Irrtum. Anne und Brenda sind hier Häftlinge, so wie Sie. Sie waren drogensüchtig und sie schafften an. Also hat man sie in Verwahrung genommen, die kleinen Nutten. Er lügt, Potter! Durch Ihre Arbeit in meinem Team verbessern Sie Ihre Aussichten auf eine vorzeitige Entlassung. Und Sie müssen sich nicht in der Küche oder in der Waschküche abplagen. Er lügt, Potter, ich war keine Nutte. In diesem Staat herrscht heute Ordnung. Hier geht's nicht mehr so lax zu, wie Sie es gewohnt waren, Potter. 10 Jahre sind eben eine verdammt lange Zeit. Dieses Schwein! Schaffen Sie ihn fort. Sie zusammen, Ann. Für sowas ist jetzt keine Zeit. Aber Sie haben mich doch zurückgeholt, Doc. Ich war doch schon tot. Und Sie haben mich zurückgeholt. Warum denn? Warum? Glauben Sie etwa, dass Sie den Staat betrügen können? Sie wurden zum Tod verurteilt für jedes Ihrer Verbrechen, bei vollem Bewusstsein aller Ihrer Taten. Was soll denn diese Scheiße, verdammt nochmal? Sie haben 10 Frauen auf dem Gewissen, Potter, aber gebüßt haben Sie bislang nur für eine. Schaffen Sie ihn auf den Stuhl. Nein! Doktor! Auf baldiges Wiedersehen, Mr. Potter. Bei vollem Bewusstsein. Bei vollem Bewusstsein. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Jeremiah F. Healy.